Also, willkommen zum Kongress Infrastruktur Überschau. Und wir beginnen mit dem Netzwerk Operation Center. Eine große Runde Applaus, bitte. Alright, welcome. Okay, willkommen. Stoffel, ich bin Momo, wir kommen aus dem Internet und natürlich. Zuallererst, wenn wir auf einer Konferenz reden, müssen wir die Key-Performance-Indikatoren zeigen. Wir haben 99,49% Uptimes, zwei kleine Instanzen, wo wir ein bisschen haben. Aber wir sind besser als unsere 99,5-Regel. Infrastruktur beginnt damit, dass wir einen Rückgrat bauen. Wir haben aufgrund der hohen Demands, letztes Jahr haben wir einfach mehr Bandbreite gebaut. Wir haben dieses Jahr 200 Gigabit Alien Wavelengths mit zwei Carriers nach Berlin, wo wir ein Transit und Peering haben. Außerdem haben wir 100 Gigabit zur Deutschen Telekom in Leipzig lokal. Das heißt, wir haben 150 Gigabit mehr als letztes Jahr. Außerdem, weil wir langsam sind, alles, was wir gemacht haben, wurde automatisiert. Jede Konfirmation vom Switch kam von einer Netbox, einem tollen Plattform von Silicon Social. Alles, was wir gemacht haben, ist darüber gegangen und das war die Wahrheit. Ein paar Leute schütteln ihren Kopf. Naja. Ein paar Zahlen. Dieses Jahr hatten wir 268 WLAN-Access-Punkte. Wir hatten 9 Router, 8 davon hier und einer in Berlin und mehr als 186 Zugangsswitches. Aber um das so ein bisschen zu verteilen, hat sich verdoppelt zwischen den Locations. Das bedeutet, dass wir 107 zusätzliche Access Points haben und 53 zusätzliche Zugangsswitches zum WLAN. Wir haben 25.000 eindeutige MAC-Adressen gesehen. Und wenn wir über Access-Punkte reden, zusätzlich zu unseren 300 Access-Punkten haben wir 558 gegen fremde Access-Points. Also, bitte, wir sagen es jedes Jahr, bitte kein eigenes WLAN betreiben. Wenn ihr müsst, haben wir eine WLAN-Regel, über wie ihr das machen könnt, welche Kanäle ihr benutzen könnt und so weiter. Bitte lest das. Die 558 Access Points hat einer das gemacht, hat es gelesen und gemacht. Vielen Dank an die Seabase. So next year, please. Nächstes Jahr, bitte, bitte liest die Dokumentation und folgt sie. Benutzerzahlen. Unsere Durchschnittsbandbreite war 3,1%. Oder 15,9 Gigabits. Im Peak hatten wir 10.000 parallele WLAN-Benutzer zur gleichen Zeitpunkt. Und unsere größte Bandbreite war 7,6%. Das sind 58,4 Gigabits. Das heißt, wir haben 3.148 mehr WLAN-Benutzer wie im letzten Jahr und 3,8 Gigabits weniger Datentransfer als letztes Jahr. Aber positiv, alles, was wir gemacht haben, hat relativ gut funktioniert. Wir liefen am Tag minus eins und so ganz so gute Erfolge. Alles, was wir hier gemacht haben, wäre nicht möglich gewesen, unsere Sponsoren. Eine große Runde Applaus für unsere Sponsoren. Und damit geht's weiter mit Stoffel. Danke. Ich bin stolz, euch zu sagen, dass wir dieses Jahr unsere zuerste Zusammenarbeit mit dem Chaos-Vermittlung durchgeführt haben. Wir bringen heute auch, wie jede gute Telekommunikationsprovider, unterschiedliche Services für unterschiedliche Benutzer. Wir haben einen super Zero-Rating Stream-Me-On-Service. Das heißt, alle können ihn schauen, die aktuellen Videos. Dies ist, was unsere Benutzer sagen. Wir haben DSL-Netzwerke zur Küche, Übersetzerkabinen und zur Projektleitung geliefert. Und vielleicht werden wir dies machen, bis der Breitbandausbau endlich fertig ist. Und heute zu eurem nächsten C-Punkt. Also, nehmt euer Zeug und
geht los damit. Um ein bisschen seriöser zu werden, wir haben keine Hardware mehr. Und wenn ihr oder eure Organisation zufällig relativ gutes Gear mit mindestens 10 Gig Update-Ports, bitte. Es gibt diese Non-Profit-Organisation Event Infra, wo unsere ganze Hardware herkommt. Bitte kontaktiert sie und wenn ihr das ihnen spenden wollt, super, vielen Dank. Und super wäre es, wenn es auch POI habt, dann kriegt ihr super zusätzliche Karma-Punkte. Bitte, während ihr es abbaut, werden wir bald anfangen, bitte zieht keine Netzwerke raus, dass unser Netzwerk zugeordnet ist. Wenn ihr helfen wollt, bitte geht zu Halle 4. Nock, bitte zieht nicht irgendwelche Switches oder Access-Punkte oder Glasfasern aus. Bitte einfach liegen lassen. Benutzt mehr Bandbreite. Aber mit sinnvollem Zeug, wisst ihr, letztes Jahr hatten wir das auch schon. Bitte macht was Neues. Ja. Also bitte mehr Bandbreite mit sinnvollem Zeug. Außer das Einzige, was ich jetzt noch sagen muss, vielen Dank und sehen wir uns nächstes Jahr auf dem Camp. So, Pock, make yourself ready, please. Als nächstes kommt das POC. Gibt es Fragen für das NOC? Wenn es keine Fragen gibt, irgendjemand meldet sich. Ah, wenn ihr jetzt Fragen habt, meldet euch und geht zum Mikrofon. Kann ich das Saallicht anhaben, bitte? Wundervoll, jetzt sehen wir den Saal. Da ist eine Frage. An Mikrofon 4. Liegt es an mir oder ist das WLAN beschissen auf den Toiletten dieses Jahr? Wir sind uns bewusst über die beschissenen Bewertungen auf den Toiletten. Eine andere, weitere Frage. Mikrofon 1. Was verwendet ihr, um die Daten für Grafana zu zeigen? Wir verwenden Prometheus. Eine weitere Frage. Gibt es die Möglichkeit, auf 2, glaube ich, Gigahertz hochzugehen? 2.4 Gigahertz. Verwendet einfach 5 Gigahertz. Versuch einfach noch besser das 5 GHz-Netz zu verwenden. Vielen Dank, Nock. Als nächstes das POC. Eure Bühne. Hallo und willkommen zum POC Infrastructure Rückblick. Wir haben auch ein paar Zahlen für euch. Und dafür gebe ich direkt weiter an Thomas. Hi. POC heißt Phone Operation Center und wir haben eine komplett neue System gebaut für dieses Jahr und das ist komplett neu für uns, das in dieser Größe zu haben. Und was ihr hier seht, ist ein Überblick über die kleinen Punkte auf dieser Karte sind alle unsere Access-Punkte und die verbinden sich über die Luft. An H Hotel this year and in the Login Hotel this year and we im NH Hotel und dem Login Hotel hatten wir auch Access Points dieses Jahr und sogar in der Straßenbahn hättet ihr telefonieren können oder konntet ihr telefonieren. So in the former days we also in vergangenen Kongressen hatten wir dieses Equipment wie auf diesem Bild hier und das hatte sehr sehr viele Kabel und wir mussten alle Antennen patchen und wir brauchen das jetzt nicht mehr. Und wir haben angenehmere Setup dieses Jahr und wir haben ganz viel automatisiert und die DECT-Registrierung ist jetzt komplett selbstständig machbar und das geht über verschiedene Virtual Machines.
MariaDB Preempt. Und wir verwenden MariaDB als unsere Datenbank für alle Telefonerweiterungen. Das sind die Benutzerdaten. Wir haben dieses Jahr die registrierten Deckt-Handsets, die wir am Ende vom letzten Jahr hatten, haben wir am Tag 1 um 10 Uhr bereits erreicht gehabt. Das waren 2.500 und heute hatten wir 3.800 registrierte Handsets und wir freuen uns, noch mehr Headsets auf dem Camp zu haben oder auf dem nächsten Kongress. Das sind die Zahlen von den Telefonaten. Hier ist eine Grafik von den, wie viele Basisstationen online waren. Und nachdem wir mit dem Aufsetzen fertig waren, gab es einen kurzen Ausfall, den ihr hier klar eindeutig sehen könnt, am 28. Das war wegen Problemen in unserer Datenbank. Und unglücklicherweise hatten wir diesen Fehler vorher nicht bemerkt und haben das dann gefixt und haben genau, danach lief es wieder, aber das, für die Reparatur haben wir diesen kurzen Zeitraum gebraucht. Wir hatten neue Features in unserem System. Ihr könnt euch jetzt selbst registrieren, ihr habt das sicherlich alle bemerkt. Thanks. Vielen Dank dafür diesen Applaus. Wir haben das Deckt im Hotel. Weil wir IP nutzen, können wir das sehr viel einfacher machen, dass wir auch an anderen Orten in, wie dem Hotel und der Tram Deckt verfügbar machen. Und wir hatten eine Unterstützung für verschiedenste andere Geräte, zum Beispiel für Panasonic oder Fritz Phones. Die könnt ihr jetzt verwenden. Aber wir haben herausfinden können, dass einige Geräte nur eingehende Telefonate annehmen können und nicht selber Telefonate machen. Wir hatten einen Fax-Service dieses Jahr. Ihr konntet uns Fax senden. Und wir haben 3 oder 4 Fax bekommen. Das gibt's noch, ja. Und wir hatten einen besonderen Anlass. Wir hatten an einem Punkt keine Erweiterungen mehr. Wir hatten ursprünglich immer 4 Nummern, 4 Zahlen für die Erweiterung. Und wir haben uns immer gefragt, was machen wir, wenn das passiert? Und dann haben wir uns entschieden, dass wir auf 5-stellige Codes übergehen. Und das ist dieses Jahr passiert, dass wir weniger als 500 mögliche Extensions übrig hatten. Und deshalb sind wir dann auf 5-stellige Extensions übergegangen. Wir hatten ein neues Telefonbuch, das auch auf iPhones funktioniert hat. Und wir versuchen, dass es auch auf Android funktioniert. Wir hatten Premium SIP Services, sodass wir auch in weitere Netze telefonieren konnten. Und wir waren am 22. schon online, dass wir den ganzen Setup auch schon bereit waren. Das war's von uns. Up next, Workshop, make yourself ready. Questions to Any questions? Fragen an das POC. Fragen aus dem Internet an das POC. It's microphone number 6, I think. Mikrofon 6. Was ist euer... Oh, war euer Faxgerät angreifbar über die Hacks, die Bugs, die es da gab? Das kann gerade nicht erklärt werden, weil die Frage aus dem Internet kommt. Wir wissen nicht genau Bescheid über die Bugs, die es da gibt. Wir können das nicht beantworten. Ich frage für alle meine Freundinnen und Freunde, die 5-stellige Spitznamen haben. Und wir haben
wir haben schon darüber nachgedacht, ob wir in Ausnahmefällen schon fünfstellige Extensions bereitstellen wollen. Und vielleicht machen wir das nächstes Jahr, dass fünfstellige Extensions schon verfügbar sind vom Anfang an. Ihr hattet diese nice, schöne Grafik mit verschiedenen Farben und ich habe keine Legende gesehen, welche Farbe was bedeutet. Meint ihr dieses? Ja, kommt zum POC. Da ist noch das Display und da könnt ihr die Legende euch anschauen und da sind auch alle Daten verfügbar. Das war's vom POC. Großen Applaus. Ihr habt noch Zeit, ne? Ihr habt noch Zeit. Also, cool. So, up next is the VOC. Right? Nun kommt das VOC, das Video Operation Center. Und wir winken, kommt und winkt mit uns. Wir machen also was mit Video und Video ist schwierig und wir möchten gerne erklären, warum Video schwierig ist. Wir hatten also 5 Hauptbühnen, 3 Kameras pro Bühne und ihr habt vielleicht gemerkt, dass es in Halle C ein Echo gab. Die Lösung ist sehr teuer, man muss sozusagen allen Schrauben in Deutschland kaufen, um das loszuwerden. Es ist auch unmöglich, das aus dem Audio im Nachhinein zu entfernen. Das ist einfach Physik. Das ist der zweite Kongress, auf dem wir VOC2Mix in jedem Saal verwenden. Das ist eine Videomixing-Lösung, die wir teilweise selbst entwickelt haben. Es gab ungefähr ein Dutzend Airfas und andere Crews, die ähnliche Setups hatten. Und wir hatten unsere erste Satellitenverbindung zu einem niederländischen Schiff. Hurra! Und die funktioniert über Hüpfer über verschiedene Satelliten. Und wir haben es mit einem Hop geschafft, dass das komplette Interview ging also völlig problemlos. So technically similar to last year, also really a lot better. Und es war technisch ähnlich, aber besser als letztes Jahr. Wir hatten einen komplett separaten Audiomix. Es gibt hier in diesem Saal Menschen, die das Audio für euch mischen und eine ganz andere Crew, die das Audio für den Stream und das die Aufzeichnung mischt. Das ist, wird alles zentral gemischt und die Kontrollsignale gehen dann zurück. Die können also sehen, was auf der Bühne passiert. Sie haben einen Videolink ohne Latenz. Es gibt einen Raum, wo die Kameras, die am Ende des Raumes stehen und wo sie die sehen können. Wenn man eine Kamera in der Hand hält, dann werden sie seekrank, weil sie das die ganze Zeit schauen müssen. Wir haben eine ganze Menge Mikrofone für das Podium, manche in der Decke und alle diese Mikrofone werden für einen besonderen Mix für die Streams und Aufzeichnungen gemischt. Wir haben 15 verschiedene Mixes und alle sind Multiview. Wir haben jedes Mikrofon die kompletten 5 Tage aufzeichnen lassen, einfach nur um ein Backup zu haben. Das Backup geht durch alle Säle mit Multicast. Und ein Fun Fact, Multicast ist schwierig. Um all das zu koordinieren, brauchen wir eine wirklich gute Infrastruktur und die haben wir. Wie haben wir dieses Walkie-Talkie-System und es ist wahrscheinlich eine der größten Installationen dieses Jahr. Mit diesen Gürtelpacks und wir haben auch noch dazu die fixen Installationen. Wir benutzen dafür DECT. Auch die benutzen am Backend Multicast. Ein Fun Fact, Multicast ist ziemlich schwierig. Das hat an Tag 1 nicht, den ganzen Tag nicht funktioniert.
Ihr seht, dass wir also auf der Netzwerkseite eine ganze Menge Spezialanforderungen hatten. Danke an das NOC, dass sie sehr geduldig mit uns waren. Fun Fact, Multicast. Ein Fun Fact, Multicast ist wirklich, wirklich schwierig. Zum ersten Mal hatten wir Übersetzungen auf Arabisch und Chinesisch. And releasing is about 90% done. Und 90% sind veröffentlicht und wir gehen davon aus, dass wir heute Nacht noch damit fertig werden. So we had 40 wir hatten 40 Menschen, die in der VOC-Crew geholfen haben und 172 Videoengel und insgesamt damit ungefähr 1600 Engelschichten verbracht haben. Wir lieben euch Engel, vielen Dank dafür. And now, Schock. Und jetzt Schock. Das sind die Leute, die die technische Infrastruktur für all diese Vortragssäle bereitstellen. Wir sind Schock. Wir sind die, die die Show zum Laufen bringen. Wir sind die Stage Manager und wir sind das Stage Manager und Herald Operation Center. Und das hier habt ihr gerade ein Beispiel dafür gesehen, was wir sind. Das ist einer unserer Heralde. Ihr seht die Heralde eine ganze Menge, zumindest die, die in den Vortragssälen sind, aber die Stage Manager seht ihr im besten Fall gar nie, weil sie im Hintergrund alle Probleme lösen, damit die Show vorne so gut läuft wie möglich. Und damit ihr sollt nicht sehen, dass falls Dinge mal nicht glatt laufen. Wir fixen also alle Probleme, wir stellen sicher, dass alle und jeder da ist und wir halten den Fahrplan ein. Dieses Jahr sind wir von 4 zu 6 Bühnen gegangen. Wir hatten nicht nur Eliza als neue Bühne, sondern auch Chaos West, was eine recht große Assembly-Bühne war. Auch die hatte also ein eigenes Herald- und Stage-Manager-Team. Wir mussten also viel optimieren. Und wir hatten 205 Talks. Das sind die 167 offiziellen Talks plus die auf Chaos West. 3/4 davon waren auf Englisch und alle wurden auf Deutsch übersetzt und umgekehrt, die Deutschen nach Englisch. Und auch noch in weitere Sprachen von den Übersetzerengeln, die auch ein großartiges Team sind. Vielen Dank, die hier nicht präsentieren, aber auch einen Applaus verdienen. Yes, our team is, unser Team besteht aus 55 Stage Managern und vielen Heralds. Und wir haben noch eine Crew, die uns mit den Personenflüssen hilft. Viele von euch haben wahrscheinlich gemerkt, dass die Situation mit den Schlangen und dem Verlassen der Hallen viel besser als im vergangenen Jahr war. Auch das ist Teil der Optimierung, die wir gemacht haben. Aber es war nicht nur wir, es ist auch das großartige Publikum, das wir haben. Und ohne dieses großartige Publikum hätte nicht so glatt funktioniert, wie es das getan hat. Es war sehr einfach eigentlich für uns. Vielen Dank ans Publikum. Eine der größten Schwierigkeiten, die wir hatten, die wir aber auch dieses Mal gefixt haben, war, dass wir genug Wasser für die Vortragenden hatten. Gibt es Fragen an VOC und Schock? Schockierende Fragen vielleicht? Es sieht nicht danach aus. Eine Frage an das VOC. Läuft das
Video als ST2110 oder ähnliches Video über IP. Nein, das Video läuft von den Kameras über STI zu einem Computer hinter der Bühne und wird da mit der Software, die ihr gesehen habt, gemischt. Und auf demselben Computer wird es auf die Festplatte aufgezeichnet und ins Internet gestreamt. Das Video verlässt den Computer nicht. Es kommt per STI rein und wird dann direkt dort verwendet. Das Audio geht nur für die Backup-Recordings über das Netzwerk. Auch das wird direkt hinter der Bühne gemischt. Auch das Produktionsaudio reist eigentlich nicht durchs Netzwerk. Internet, number six, please. Yeah, so the Internet wants to. Das Internet möchte dem VOG danken, weil das Internet sonst nicht zuhören und zuschauen könnte. Und möchte fragen, welche Objektive und Kameras ihr verwendet. Die Frage kann ich leider nicht beantworten, das tut mir leid. Aber schickt uns doch eine E-Mail oder fragt im IRC, da beantworten eine Menge Leute alle Fragen, die ihr vielleicht haben könntet. Vielen Dank an das VOG und an das Schock und die Untertitel. Ja, hallo. Willkommen zu der Untertitel-Infrastruktur-Review. Und wir machen Subtitles für die veröffentlichten Video vom VOG. Und unser Hauptziel ist es, die Untertitel für die Originalsprache fertig gemacht zu haben. Und danach versuchen wir ein bisschen in den Übersetzungen der Untertitel in unterschiedlichen Sprachen. Aber der erste Schritt ist, die Originalsprache richtig zu kriegen. Und grundlegend sind das drei Schritte, um einen Untertitel fertig zu kriegen. Zuallererst müssen wir mitkriegen, was passiert auf dem Video. Wir benutzen eine Spracherkennungssoftware, die uns ein grundlegendes Transkription gibt. Und dann haben wir Engel, die das Ganze in einem schönen lesbaren Transkript übertitelt, der die Größen ordentlich macht und wo das mit dem Fluss ordentlich läuft und wo die ganzen Bugs von der Spracherkennungssoftware da hinzufügt. Das ist, wie das transkribiert wird. Wenn das fertig ist, nehmen wir wieder Software, um das Transkript mit dem Audiodatei abzugleichen. Das ein paar anpassen, wann das Untertitel wirklich erscheint. Und dann haben wir wieder Engel, die überprüfen, ob das mit dem Timing wirklich funktioniert. Verbessern das da ein bisschen. Und ja, danach machen sie auch Quality Control, überprüfen, reparieren Tippfehler und so weiter. Alles andere, was sonst noch so passiert. Wir haben diese tolle Karte, das ist der Vorschritt 35C3. Und das ist Daten von heute Mittag. Das heißt, alles ist wahrscheinlich schon veraltet. Alles ist in Sekunden. Und der große orange Block ist, was die Sekunden, die Dinge, die im Fahrplan gelaufen sind. Dann der nächste, bisschen deutlich kleinere, ist fertige Unterschrifttitel. Und wir hatten 6 fertig und 6 davon in der Originalsprache. Wir hatten noch überhaupt keine Übersetzung. Wir haben keine Seconds, zweiten Sprachen, die übersetzt werden. Wir hatten einige Untertitel, die transkribiert werden und weiter oben ziemlich viele Untertitel, die getimed werden. Das sind die grünen. Und oben sind ein paar, die in Qualitätskontrolle hängen. Das ist der Teil ganz oben. Und um das Ganze ein bisschen in Zahlen zu bringen, wir hatten 106 Engel, die mit uns gearbeitet haben. Von den 75% der Engel eine zweite Schicht gemacht haben. Insgesamt haben wir 381 Stunden Arbeit und haben dabei 79 Stunden Material bearbeitet. Wir haben 6 für 35 veröffentlicht und hoffentlich mehr. Und weil am Tag 1 noch keine Videos verfügbar waren, haben wir 10 Untertitel für den Kongress vom letzten Tag gemacht. 94% sind schon transkribiert. Das ist 63% mehr als letztes Jahr. 27 Stunden sind schon timed.
Und 17 Stunden wurden schon überprüft, also Qualitätskontrolle. Und das ist 42% mehr als im letzten Jahr. So, während wir Untertitel haben, können wir spannende Sachen machen, wie zum Beispiel Wortbalken zu erstellen. Das ist von dem, als wir diese Folien gemacht haben, der Talk, der die meisten, den schnellsten Rednerin hatten. Ihr könntet raten, worüber es war, wenn ihr euch die Wolke anschaut. Das ist ein deutscher Vortrag und wir haben 165 Wörter pro Minuten und das sind 1094 Ansteige pro Minute. Wenn ihr das wollt, dann müsst ihr sehr schnell tippen oder mehrere Menschen sein. Ja, um das Ganze zu organisieren, benutzen wir einen neuen Datenbanktyp, der im Endeffekt synchronisiert ist. Die hat uns sehr gut dabei geholfen dieses Jahr und auch letztes Jahr. Und in dieser Situation möchte ich unsere ganzen Engel bedanken, die das unterstützt hat, insbesondere dem Himmel, der uns mit unseren ganzen Wünschen geholfen hat. Vielen Dank. Sorry? Yes. Just one more thing. Noch eine Sache. Wenn ihr Zeit habt zwischen diesem Kongress und dem vom nächsten Jahr, dann könnt ihr immer uns noch mit den Untertiteln helfen. Von zu Hause geht zu c3subtitles.de und wenn ihr fertiges Untertitel sucht, dann findet ihr die und bei dem Link hier unten. Und ich werde auch diese Folien online stellen und dann den Twitter-Account über den Twitter-Account das veröffentlichen. Wenn ihr jetzt noch Fragen habt, dann ja, Fragen für die Untertitelschreiber. Irgendwelche Fragen? Internet? Das Internet fragt diesmal auch nichts. Erscheint so, als sei das nicht. Das ist euer Applaus. Vielen Dank für die Untertitel. So. Zunächst ist C3 Gelb. Und das wird in Deutsch gehalten, weil sonst wäre es ja C3 Yellow. Du wurdest jetzt nicht gesagt, dass es in Englisch ist. Und du sprichst einfach lieber in Deutsch. Also, ja, wir werden jetzt ins Englische übersetzen, fühlt euch frei. I guess we are now translating to English. We are a new team, so we are kind of spontaneous. It's our first congress. We are C3 Yellow. That's our name because we are handing out yellow envelopes. Maybe some of you know what this is about because that's about a paragraph about information. It's a paragraph about cooking regulations and health regulations. And so our job is that as few people as possible will get sick. So we have also brought some data, and I will hand it over to Nina. We have some numbers here. So that's what we are doing. We hand out gloves to the people sorting bottles and also other shifts where people could hurt their hands. And also we give out disinfectant to a lot of people. So it was almost 1,000 pairs of gloves which we handed out, and also we were washing them regularly. And it's also 2,000 things from the disinfectants which we used there. This is 42,000 certificates for our talks we give to new people. And there were zero cases of people actually getting very sick. So apparently we did a good job. And because the VOC also asked us to talk about their data, because they are here, I will hand it over to them. So I have the tasteful job to give you information from the C3 VOC,
because they don't want to stop the waffles, so they are still producing some. Dankeschön. Ja, wir haben ein paar Daten. So we have some data from them. There is a monitor on stage, actually. So it's about 500 kgs of Dove, which they have handed out to the people. So it's always about relation to this to the soccer field. So that's if you put this in 1 micrometer on section line on a soccer field, that would be around half a soccer field. Soccer. So it was on top of the waffles, we had 18 kgs of marmalade, 20 kgs of Nutella. I don't really can tell you how much this is in soccer fields. Special skills are waffles with meat and chunk and rum. It's 200 hours of work from just volunteers who just helped out, and it wasn't even in the angel systems, so it wasn't, didn't even give them a t-shirt or anything, so an extra round of applause. And last but not least, C3 Yellow is also on Twitter and YouTube, so to also talk about this high topic of hygiene, and we did an informational video on YouTube with the people from Methodisch Inkorrekt, so you can check this out on our YouTube channel. So, any questions for any questions for C3 Yellow? No questions, thank you so much. So, Kassel Presale is next. Your stage. Presale und die Kasse als nächstes. Hallo, ich bin Rami. Ich rede für das Presale-Team und das Kassenteam. Wir sind die, die alles mit den Armbändchen erledigen. Wir haben dieses Jahr wieder schon vor dem Ereignis alle Tickets in unserem Presale verkauft, im Vorverkauf. Einige davon durch das Voucher-System, das wir jetzt seit 2 Jahren verwenden. Ich möchte nicht zu detailliert erklären, wie es funktioniert. Die meisten von euch werden das wissen. Aber es ist möglich, einen Voucher zu bekommen, wenn du einen Voucher einlöst. Das heißt, wir haben diese Voucher-Ketten. Die längste dieser Ketten war in diesem Jahr 14 Voucher lang. Das heißt, es gibt Gruppen, die sehr viel Talent hatten, sie zu replizieren. Die durchschnittliche Dauer zwischen der Erstellung einer Bestellung und der Zahlung war 1,8 Tage. Das ist 2 Tage weniger als noch vor einigen Jahren und da verbessern sich die Dinge tatsächlich. Einige Tickets haben wir auch im offenen Verkauf an diejenigen verkauft, die zuerst kamen. Wir hatten mehr Traffic als je zuvor mit einem Peak von 16.000 Anfragen pro Sekunde auf unserem Schlangenproxy, unserem Warteschlangenproxy, und das ist schon der Durchschnitt über eine Periode von 5 Sekunden. Wenn ihr mehr über die Software wissen wollt, die wir verwenden, darüber haben wir mit mehr Detail auf der Infrastructure Review von vor 2 Jahren gesprochen. Das könnt ihr euch da ansehen. Aber einige Sachen möchten wir euch erzählen. Wir hatten 1.521 Support-Anfragen, die wir mit nur 4 Support-Angels vor dem Event beantwortet haben. Das heißt, jeder 10. von euch hat uns eine E-Mail geschickt und irgendeine Antwort bekommen. Und wir haben schlechte Nachrichten und wir sind sehr enttäuscht. Ich zeige euch jetzt eine Statistik, die wir vor 2 Jahren schon hatten, und sie ist leider schlimmer geworden. Im Vorverkauf haben 23,2% von euch Gmail-Adressen angegeben. Und zwar Adressen, die entweder auf gmail.com enden oder die einen MX-Record haben, der auf einen Google-Server zeigt. Und wir sind wirklich enttäuscht, dass fast ein Viertel unserer Teilnehmerinnen und Teilnehmer dieses Monopol unterstützt. Wir haben
mehr Provider, GMX ist in Deutschland groß, Posteo wird noch größer, web.de nimmt ein bisschen ab, mailbox.org ist jetzt neu in der Statistik und ungefähr gleich viele nutzen ein E-Mail-System, das entweder vom CCC oder in gehostet wird oder in Chaos-Treffs. Das war der Vorverkauf jetzt zur Kasse. Dieses Jahr hatten wir 7 Kassen, die euer Ticket eingescannt haben. Wir hatten 48 Angel und wir hatten eine Höchstgeschwindigkeit von 41 Transaktionen pro Minute. Das heißt, die Durchschnittsdauer pro Sekunde sind 10 Sekunden, also für das Einscannen des Tickets und Austeilen des Armbändchens. Ihr glaubt, dass das ein Job für Fauler ist, aber unsere Kassenengel sind 35 Kilometer gelaufen zwischen dem Büro und dem Kassenbereich. Wenn wir alle unsere Bändchen zusammenlegen, dann können wir ungefähr einmal zum Hauptbahnhof damit kommen. Und wir hatten mit Sicherheit mehr als 9000 Hautreizungen, die durch diese Armbänder verursacht wurden. Kraft, die man braucht, um so ein Bändchen zu verplomben, sind ungefähr 161,7 Newton. Das heißt, man braucht ungefähr 1,29 Joule. Und um das mit Mate wieder aufzufüllen, braucht man nur 45 Milliliter Mate, wenn unsere Berechnungen korrekt sind, um alle Armbändchen zu verplomben. Das ist unser Chief Physics Operator während des Experimentes. Die Wartezeit war immer weniger als 10 Minuten. Im vergangenen Jahr waren es maximal 39. Das macht uns sehr glücklich. Das meiste ist darauf zurückzuführen, dass wir kein Straßenbahnticket verkaufen mussten. Das hier war der Mitarbeiter des Monats, der die Besuchenden daran gehindert hat, zu schnell anzukommen. Wir sehen uns nächstes Mal. There will be no question. Vielen Dank. Wir haben keine Zeit für Fragen. Oh, es gibt eine dringende Sendung von der Chaospost. Vielen Dank. Es gab eine Chaospost. Es ist an die Bühne Infrastructure Review. Das ist also definitiv an mich. Ich lese es vor. Während des Kongresses hat die Chaospost mehr als 2000 Postkarten an mehr als 37 Länder verarbeitet. Wir hatten 4 verschiedene Punkte, an denen man Post einliefern konnten. Wir haben alle Briefmarken in der Leipziger Hauptpost gekauft und sie weigern sich, uns noch mehr Post zu verkaufen. Wir haben Traceroute, Ping und von Hand PGP verschlüsselte Postkarten ausgeliefert. Wir hatten Probleme, weil jemand 200 ausgedruckte Bitcoin-Scam-E-Mails verschicken wollte. Wir haben Spam-Nachrichten und Pornos in Textform ausgeliefert. Wir haben im autonomen Nachtmodus zwischen Tag 3 und 4 gearbeitet. Und ihr solltet alle mehr Post benutzen. Vielen Dank. Von der Postkarte zum GSM-Service. Vielen Dank. Hallo, ich bin Teil des GSM-Teams und wir kümmern uns um das Mobilfunknetzwerk hier auf dem Congress. Was braucht ihr, um ein Mobilfunknetzwerk zu betreiben? Das allererste, was ihr braucht, ist ein Grund.
Also vielleicht wisst ihr, in Deutschland ist das Netzwerk nicht so toll. Das heißt, wir haben beschlossen, wir wollen unser eigenes machen. Und noch besser, wir benutzen Open Source. Es ist ein Open Source Stack, den wir aus Mocom, Open Source Mobilkommunikation. Und wir benutzen diesen Kongress, um zu testen, wie gut dieses Open Source funktioniert im Vergleich zu anderen Netzwerken. Alles, was ihr braucht, um in unserem Netzwerk teilzunehmen, ist eine SIM-Karte zu kaufen und dann könnt ihr das benutzen. Es ist eine Flatrate, ihr könnt die überall benutzen, für 3 benutzen, mit Euro kriegt ihr ein- und ausgehende Fahrkarten. Und ihr könnt dieses Jahr sogar Internet bekommen. Außerdem, zusätzlich zum normalen 2G-Netzwerk, hatten wir dieses Jahr auch ein 3G-Netzwerk, UMTS, für die letzten 2 Tage. Und die Geschwindigkeit konnte relativ gut sein. Wir haben jetzt nichts, aber manchmal konnte es auch sehr langsam sein. Und das ist immer noch sehr experimentell und wir brauchen immer noch mehr Feintuning, aber die meiste Zeit funktioniert es. So, was man auch noch braucht, um ein Netzwerk zu betreiben, ist den Stack, sondern auch das Recht, ihn zu betreiben. Die Basisstation benutzt eine lizenzierte Frequenz und wir brauchen eine Lizenz dafür. Leider in Deutschland sind alle Lizenzen schon verkauft zu den 3 größten Mobiltelefonie-Providern. Aber wir haben Telefonica kontaktiert und sie waren so freundlich, 4 Frequenzen zu geben. Und danke an sie konnten wir GSM auf diesem Kongress realisieren. Und für UMTS haben wir ein bisschen gecheatet, weil die Bandbreite, die wir benutzen, 850 MHz, ist nicht lizenziert in Europa. Das wird hauptsächlich in den USA benutzt, aber wir haben Basisstationen, die in diesem Bandbereich arbeiten können. Das heißt, wir mussten gar nicht danach fragen, wir mussten nur die Bundesnetzagentur danach fragen und sie hatten damit kein Problem, uns die Frequenz zu geben für UMTS. Also hat das auch sehr gut funktioniert. Now. So, zum Equipment. Die Boxen sind relativ klein. Das sind nicht diese großen Basisstationen, die man außen sieht, sondern hier oben die 2G-Basisstation mit 200 Milliwatts, die sehr gut ist, wenn niemand sonst auf der Frequenz arbeitet. Und unten haben wir UMTS-Basisstationen, die nur 20 Milliwatt sind, aber das ist immer noch genug. Wir hatten 10 GSM-Basisstationen und 13 UMTS-Basisstationen überall auf dem Congress. Und wir hoffen, dass es überall war. Und wenn ihr keinen Empfang hattet, dann sagt uns Bescheid, dann können wir nächstes Jahr mehr aufstellen. Ein mobiles Netzwerk ist ziemlich komplex. Jede Bubble ist ein unterschiedlicher Service, der konfiguriert werden muss. Und letztes Jahr war es ein Desaster. Wir haben den gesamten Kongress versucht, das Netzwerk funktional zu machen, ein paar Anrufe durchzukommen. Und am letzten Tag konnte man ein paar senden. Es war irgendwie so eine Art von Funktion. Heute war es sehr stabil. Das einzige Problem, was nicht stabil war, war die Internetverbindung. Sie funktionierte manchmal und manchmal war sie sehr langsam. Also es war ein sehr großer Fortschritt vom Osmocom-Stack. Und wir können jetzt sagen, wir können ein stabiles Netzwerk betreiben. Und das ist eine sehr gute Sache. Wir hatten so viele freie Zeit, dass wir sogar Handover benutzen konnten. Das heißt, wir konnten ein Hoverboard über den ganzen Kongress nehmen, ohne dass man abgebrochen wird. Wir hatten 3G-Spracherkennung, die wir letztes Jahr nicht hatten. Und man konnte 2G und 3G mit einem USD-Code stoppen. Und wir hatten viel mehr Basisstationen als im letzten Jahr. Ein guter Progress, ein guter Fortschritt. Das einzige Problem, das wir hatten, war, haben wir Switches geloopt haben. Und da haben wir nicht nur unser Netzwerk, sondern ein gesamtes Gebäude, das Internet zerstört. Aber das NOC war sehr schnell, hat uns geklopft und hat gesagt, wie ein Netzwerk wirklich funktioniert. Also das hat schnell funktioniert. Und wir hatten so viel Zeit, dass unser Ticketing-System und wir mussten falsche Tickets erstellen, sodass es nicht so leer ist. Also ihr könnt vorbeikommen und das funktioniert recht gut. Also das Ticketsystem teilen wir gerne. Das ist unsere Möglichkeit, Osmocom-Stack zu testen. Das heißt, wenn ihr seht, dass das Netzwerk runtergeht oder auch geht, das ist nicht, weil es unstabil ist, sondern weil wir zu viel Freizeit haben und wir Features testen wollen.
Ansonsten hat es sehr gut funktioniert. Die Installation lief auch sehr gut. Alles Tag 0 war alles installiert. Am Tag 1 haben wir GSM eingeschaltet. Am Tag 2 konnte man UMTS benutzen. Und am Tag 3 lief UMTS überall. Ein paar Statistiken. Wir hatten 900 SIM-Karten. Das ist hauptsächlich, um auf einem großen Gerät zu testen und nicht nur auf einem Labor. Und wir hatten ein Side-Problem. Sehr alte Telefone konnten unser Netz nicht benutzen, um auszurufen. Das Problem ist, weil wir zwei 3G-Sprache hatten, haben wir einen neuen Codec benutzt und die alten Phones konnten den neuen Codec nicht benutzen. Das heißt, mit einem neuen alten Phone konnte man nicht SMSen, aber keine Sprachnachrichten empfangen und senden. Vielleicht können wir das fixen, aber der Rest funktionierte. eSIM, wir wissen nicht, wie wir die ausrollen, also bekommt einfach eine normale SIM mit 4G, LTE, Osmocom Support unterstützt das nicht, aber es gibt andere Stacks. Das heißt, vielleicht müssen wir die integrieren, in Osmocom integrieren, dass es zusammenläuft. Und arbeitet mit uns zusammen. Osmocom ist ein ziemlich kleines Projekt und ihr könnt noch viele Sachen machen. Also bitte hilft uns. Außerdem, wenn ihr 5G benutzen wollt, kontaktiert uns. Es ist eine wirkliche Option, 5G in einem lokalen Netzwerk zu machen und sagen, hey, hier, es funktioniert in unserem Raum. Also vielen Dank. Und arbeitet bei uns mit. Gibt es irgendwelche Fragen an GSM? MT3. Number 5, maybe I can't see it. Can you help me over there? Is someone 5, eventuell ist jemand. Pech gehabt. Pech. Okay, nein. Also, vielen Dank, GSM. We are heading to the last team. Wir gehen jetzt zum letzten Team, dem Logistic Operations Center. Danach ist die Infrastruktur fertig und es ist der letzte Show in Borg. Also, ich bitte euch, wenn die fertig sind, ich glaube, ihr habt einen Kollegen, der später noch dazukommt, das ist eine Überraschung, aber danach, wenn das fertig ist, wenn er fertig ist mit seinem Vortrag, könnt ihr bitte sicherstellen, dass ihr so viel Geräusche macht, dass die Leute da drüben in Adam hören, was ist jetzt passiert? Es ist, können wir das hinkriegen? Ja? Okay. Haltet zusammen. Ich möchte, dass jeder, der da drüben bei Adams denkt, warum höre ich hier da drüben und nicht hier? Ja, werden wir machen. Okay. Willkommen mit einer großen Runde Applaus für das Lock. Hallo, wir sind vom Logistic Operation Center und wir werden euch erzählen, wie alle die großen Dinge hierher kommen. Vielleicht können wir das Mikro ein Stück hochnehmen. Wie viel näher muss ich ins Mikrofon? Wir sind vom Log. Also vielleicht fragt ihr euch, was macht das Log eigentlich? Weil bisher waren wir nicht bei der Infrastructure-Rückblick. Wir machen hauptsächlich solche Sachen. Wir transportieren alle diese seltsamen Dinge hierher und wieder zurück. Wir sagen von uns selbst, wir sind die Infrastruktur der Infrastruktur. Wir kümmern uns darum, dass all die großen Dinge und alles, was die Teams brauchen, um ihre Sachen zu machen, hierher kommt. Idealerweise bevor die Teams hierher kommen und dass es dann am Ende wieder verschwindet. Unsere drei großen Punkte sind die Transporte, die Aufbewahrung, das Management des Materials und der Höllendesk, der Hilfepunkt der Hölle. Das sind unsere Lagerräume. Wir haben die das ganze Jahr, einmal in Berlin und einen in Leipzig. Der Berliner ist eher für die Sachen der Teams. Das sind Paletten, die da abgestellt werden, die hauptsächlich gut verpackt sind. Und alles große, unhandliche, alles Holz und so weiter, das bleibt in Leipzig. Auf Deutsch nennen wir das Raffel. Und hier seht ihr, wie die Hallen jeweils leer aussehen. Wir haben
viel transportiert dieses Jahr. Die Transporte, von denen wir wissen, gibt es 13,5 Tonner. Nicht 23, 40 Tonner. 10 Sprinter. 68 Paletten aus Berlin mit unserem eigenen Truckfahrer und unserem eigenen 40-Tonner. And mind you, this is only for the und denkt dran, das geht nur um den Aufbau. Aber unser eigener Truckfahrer, der den 40-Tonner gefahren hat, das war großartig, weil er kam zu uns und hat gefragt, ob er helfen kann. Und er war hier vom Anfang bis zum Ende und fährt all die Sachen herum. Das sieht dann so aus. And, very fortunately, no one und zum Glück wurde niemand dieses Jahr verletzt. Es war kein einziger Unfall. Alles lief gut, außer das. Und das war von den Professionellen. Aber zum Glück wurde niemand verletzt, außer ein paar Kisten. Dann noch ein kurzer Blick auf unsere Software. Wir haben nicht mehr viel Zeit, also ganz schnell. Wie die anderen Teams haben wir auch Software. Was passiert? Das ist die Software. Das ist irgendwie durcheinander. Das ist alles, was wir ansonsten noch so tun. Und danach kommen wir erst zur Software. Wir machen noch ein paar andere Sachen. Wir bereiten alles vor, bevor alle anderen hierher kommen, weil zum Beispiel das NOC relativ langsam ist. Also machen wir vor allem die Sachen, die wir vorhin schon gesagt haben, und dann zusätzlich noch Pakete, die hierher geschickt werden, Material, was hierher geschickt wird, Sachen, die Leute vergessen haben. Aber was wirklich wichtig ist, dass die Leute irgendwie brauchen, dann der Aufbau und der Abbau, die ganzen Lichterfolien, die Folien von den Lichtern, die ihr gesehen habt, sodass das Licht bunt war, die Fahrzeugflotte, die Tische und andere Tische, dass die verteilt sind, dass die Mülleimer verteilt sind. Und alles Shopping, was passiert und alle Bestellungen, die wir machen. Irgendjemand hat mir noch geholfen hier im Publikum, ist der die Person. Wir haben 1,3 Tonnen Material bestellt und das ist jetzt fast leer. Wir haben all das Eis gekauft in der Metro, wenn ihr in Sachsen seid. Also wenn ihr Basilikum oder Crushed Eis braucht, das ist jetzt für diese Woche leer. Also keine Eiswürfel für den Jahreswechsel. Also jetzt zurück zur Software. Wir hatten dieses Kartenwerkzeug, wo wir die in der Logistikhalle die einzelnen Bereiche markiert haben. Wir haben dieses Jahr dieses riesige Excel-Dokument auf Google Docs sind wir losgeworden und haben stattdessen unsere eigene Software dafür geschrieben, sodass wir einen besseren Überblick darüber haben, was alles transportiert wird. Letztes Jahr haben wir uns umbenannt in Lost Operation Center, Operation Center für verlorene Dinge. Dieses Jahr hatten wir ein eigenes Werkzeug dafür, um unsere eigenen Sachen wiederzufinden. Unsere Trucks. Letztes Jahr haben wir einen 7,5-Tonner verloren. Wir wollen dann nicht mehr drüber sprechen. Wir haben es wiedergefunden, aber sie waren für eine Weile verloren. Also dieses Jahr haben wir deswegen uns einen eigenen Tracker-Werkzeug gebaut mit GPS. Und das ist
großartiger Beta-Test für das Camp dieses Jahr. Und was anderes, was wir noch gebraucht haben, wurde dieses Jahr auf dem Kongress geschrieben, weil wir es brauchten, haben wir ein Shuttle-Tool geschrieben. Hier kommen die Details. Daten für die Nerds. Wir hatten 33,9 Kilometer Schuko-Kabel, 3,7 Kilometer 16A-Kabel und dann über 2000 Mehrfachsteckdosen, über 1500, ich habe die Zahl nicht genau verstanden. Vielen Dank all denen, die rumgelaufen sind und die Kabel verlegt haben und das Material dahin getragen haben. Some more stats. Noch mehr Daten. Ich möchte hervorheben, die... Ja, Verbrauchsmaterial. 230 Torx-Bits. Wenn ihr die Dübel seht, wir sind da ein bisschen knapp. Wir haben 50.000 Schrauben verwendet und 48.000 Tackern hat er. Und vielen Dank für allen, die all die Dekorationen aufgehängt haben und alle Dekorationen in Halle 3 und im Disco-Drama in Halle 5. Und das ist nur das, was wir neu gekauft haben, nicht das, was wir wiederverwendet haben. Das waren 50 Kilometer Theaterlatte, über 2 Kilometer KVH, 4000 Quadratmeter HDF, eine ganze Menge Dinge. Ich möchte all den Künstlerinnen und Künstlern denken und die Leute, die den Aufbau gemacht haben. Ich weiß nicht genau, wie ich sie beschreiben soll, aber all die Leute, die sich darum gekümmert haben, dass der Kongress so großartig aussieht, wie er das tut. Bitte beeilt euch. Noch mehr Statistiken. Das ist die wichtigste Statistik. 853 Rollen Tape haben wir verwendet. Das sind 800 Kilogramm, 33 Kilometer Gaffer, was reichen würde, um 12-mal um die Messe zu reichen. Yeah, and maybe some of you. Vielleicht haben einige von euch schon bemerkt, wir hatten eine sehr leere Halle 4 wegen der, dem Vortragssaal dort. Und dieses Jahr haben wir zweimal so viel Abbau, zweimal so viel Spaß. Und wegen der Feuersicherheit mussten wir ganz viel Material daraus bringen und in Container bringen. Und jetzt, gerade während dem Talk, müssen wir das Material, die Transportsachen wieder in die Halle bringen, um sie dann wieder wegzutransportieren. So, der Kongress für uns ist noch lange nicht vorbei. Ganz viele von uns sind schon vor Wochen angefahren und bitte helft uns noch beim Abbau. Wir brauchen wirklich viel Arbeit. Wir haben bis zum 4. Januar, um abzubauen, und wir brauchen jede Hilfe, die wir bekommen können. Dear Community, we built a city. Ich fasse mich kurz. Liebe Community, wir haben eine Stadt gebaut. Und während dieses Build-ups, während des Aufbaus und währenddessen sind keine größeren Unfälle passiert. Und das ist großartig. Bitte macht, dass es so bleibt. Alle, die gehen, schlaft bitte, bevor ihr fährt. Lasst die Drogen abklingen. Seid vernünftig. Alle, die hier noch zum Abbau bleiben, sorgt für eure Sicherheit. Vielen Dank für eure Hilfe. Ihr seid die Engel. Vielen Dank. Das war die Infrastruktur-Rückschau. Halle A, könnt ihr uns hören? Ich glaube nicht. Get home!
Thank you from the last show in Borg. Vielen Dank, dass ihr euch die Übersetzung angehört habt. Übersetzt haben für euch Waffle, Franz T. und Katie. Wenn ihr Feedback an uns habt, schreibt uns auf Twitter oder Mastodon @c3lingo oder Hashtag C3T oder eine E-Mail an hello@c3lingo.org. Und auch wir verabschieden uns von diesem Kongress. Ciao, bis zum nächsten Mal.